Von der Idee her ist es heute so, ich würde eine kurze Einführung und Motivation in das Thema geben, also auch ganz allgemein Reproduzierbarkeit, warum brauchen wir das, warum ist es wichtig? Und wir gehen dann explizit darauf ein, was bedeutet das für die Submission von Softwarecode. Im nächsten Teil, den dann Fabian übernehmen würde, geht es ein bisschen spezieller darum, was gibt es für Checklists und Guidelines, die das Leben für die Autoren ein bisschen einfacher machen. Und da wird es dann insbesondere um das sogenannte README-File gehen, was auf jeden Fall Teil einer Einreichung sein sollte und die richtige Dokumentation von Softwarecode und Coding-Standards, die man eigentlich in der Praxis verwenden sollte. Und im letzten Teil, den dann Dina übernehmen würde, möchten wir euch gerne so ein bisschen was zeigen, wie es in der Praxis funktioniert und über sogenannte Do's und Don'ts sprechen. Das heißt, wir zeigen einmal an positiven Beispielen, wie es bislang laufen sollte. Also wie sollte man den Code einreichen, was funktioniert. Wir haben aber auch ein paar Beispiele mitgebracht, wo das Ganze nicht so gut funktioniert, dass man sozusagen beide Seiten sieht. Was sollte man vermeiden und wie macht man es eigentlich richtig? Die erste Anlaufstelle für jemanden, der komputational reproduzieren will, was ihr in eurer Publikation gemacht habt, ist dann eben natürlich so ein README-File. Das heißt, da sollte mal mindestens drinstehen, wen man befragen kann, wenn man weitere Fragen hat. Also Autorinnen des Codes und Kontaktinformationen. Hier vor allem für Leute, die vielleicht noch eher in der Frühphase ihrer Karriere sind, bietet sich auch an, möglicherweise wirklich private E-Mail-Adressen anzugeben hier und nicht die E-Mail-Adresse an der aktuellen Institution, die sich ja dann alle 2 Jahre ändert, sodass man halt vielleicht auch ein paar Jahre später noch wirklich erreichbar ist. Dann solltet ihr eben die Ordnerstruktur auflisten, diese Datei, alle Datensätze, die eventuell dabei sind und welche Skriptdateien eben hier enthalten sind. Noch wichtiger für die Reproduktion, vor allem wenn man möchte, dass das Ganze eben auch noch ein paar Jahre später wirklich reproduzierbar ist, ist detailliert Systeminformationen bereitzustellen. Das heißt, welches Betriebssystem, welche Software mit Versionsnummern, auch so Sachen wie zum Beispiel, welches Computereigentumssystem ist installiert. Ja, das kann ja halt durchaus mal einen Unterschied machen, ob man LabPack oder LINPack und solche Sachen benutzt, für die ganze Matrix-Algebra-Geschichte. Also das eben möglichst detailliert. Der Code sollte sämtliche Inhalte aus Manuskript und Anhang liefern. Das heißt also wirklich jede Tabelle, jede Bild, oder jede Bilddatei, die publiziert wird, egal ob Main-Text oder aber Anhang, sollte durch den Code reproduzierbar sein. Hochgeladen werden sollte zuletzt eine ZIP-Datei mit allen Skripten, Programmen, Daten und Zwischenergebnissen, damit sich der einzelne Nutzer oder Leser danach nicht die einzelnen Dateien irgendwo suchen muss oder aber noch Daten sammeln oder ähnliches. Das macht das Ganze einfach nutzerfreundlich. Dann die Verfügbarkeit von Originaldaten eben in dieser ZIP-Datei beziehungsweise synthetisch oder anonymisierten Pseudodaten, wie von Annika schon genannt, falls die Originaldaten nicht veröffentlicht werden dürfen. Das heißt also, zum Beispiel, wie ein Ausschnitt aus der Publikation von Günther et al. Aus dem README-File. Neugierig? Den kompletten Vortrag finden Sie im Intranet der GMDS. Einfach anmelden und den Menüpunkt Bild- und Videomaterial anklicken. Werden Sie Mitglied in der GMDS.